Die Ems-Fähre von Ditzum nach Petkum ist die einzige heute noch bestehende Fährverbindung über die Unterems in Niedersachsen. Die historische Fähre Ditzum wurde im Jahre 1926 auf der Meierwerft in Papenburg gebaut und ist immer noch im Einsatz und verkehrt täglich zwischen Ditzum und der Ortschaft Petkum auf der östlichen Emsseite. Betrieben wird die Fähre vom Landkreis Leer. Über 70 Jahre, von 1697 bis 1769, dauerte es, bis die Ditzumer eine Mühle bekamen. Fünfmal wurde das Gesuch abgelehnt, bis der König von Preußen, Konrad Greling aus Jemgum, 1768 die Konzession für eine Robben-, Weizen- und Feldemühle erteilte. Wehner ist die einzige Stadt der historischen Region Reiderland und erstreckt sich linksseitig der Ems. Wehner gehört seit 1932 zum Landkreis Leer. In vergangenen Jahrhunderten hatte Wehner einen Hafen an der Ems und lag an der linksemsischen Handelsroute ins südlich gelegene Münsterland. Die Stadt war vor allem durch ihre Vieh- und Pferdemärkte bekannt und exportierte landwirtschaftliche Handelsgüter. Mittlerweile spielen der Hafen als Warenumschlagsort und der Viehhandel keine Rolle mehr. Nur in Wehner ist es schöner. Genau. Ist doch schön hier.
Amadeus. Über die Jan-Berghaus-Brücke fahren wir nach Leer. Die Brücke hat eine Länge von 469 Metern. Sie überspannt im Zuge der Bundesstraße 436 die Ems bei Leer. Sie ist neben der Erasmusbrücke eine der größten Klappbrücken Westeuropas. Die Evenburg ist ein Wasserschloss im Leraner Ortsteil Loga, unweit der Leder. Die erste Evenburg ließ Oberst Erhard Reichsfreiherr von Ehrenbreuter als barockes Wasserschloss erbauen. Das aufwendig gestaltete Hauptgebäude ist auf einer Schlossinsel, die von einem breiten Wassergraben umgeben ist, errichtet worden. Nur eine Generation später gingen die Besitztümer 1690 durch Heirat auf die Grafen von Wedel über. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Vorburg errichtet. Es handelte sich ursprünglich um einen hufeisenförmigen Gebäudekomplex, der bis zum heutigen Tag in Teilen erhalten blieb. Mitte des 19. Jahrhunderts war das Schloss für die Bedürfnisse der Bewohner zu klein und unmodern geworden und es wurde der Auftrag erteilt, das Schloss Evenburg zu erweitern und umzubauen. Im Gutachten des Architekten hieß es, das Schloss sei sehr reparaturbedürftig, manche Bauteile völlig baufällig. Insofern wurde das Schloss abgerissen und vom Hauptgebäude wurden die Umfassungsmauern, einige Zwischenwände und das Kellergewölbe für den Neubau verwendet. Das neue Schloss im neugotischen Stil wurde in einer Bauzeit von 2 Jahren errichtet. In den 1930er Jahren verlegten die von Wedels ihren Hauptwohnsitz nach Schloss Gödens bei Sande, wo die Familie bis heute wohnt. Nach dem Umzug der Grafen von Wedel erlebte das Schloss einen Niedergang. 1975 kaufte dann der Landkreis Leer das Schloss, den Meierhof und die dazugehörigen rund 110 Hektar landwirtschaftlicher Fläche für 7 Millionen D-Mark und setzte das Schloss instand. Schon bestellt. Ja, schon bestellt, danke.
Die Punte ist die letzte handgezogene Wagenfähre Europas. Sie überquert seit 450 Jahren als sogenannte Dreidelpunte am Zusammenfluss von Leda und Jümme in Wilzhausen den Fluss Jümme. Schon im Jahre 1562 wurde die Punte schriftlich erwähnt und ihre Bauform ist die gleiche geblieben wie damals. Wir haben zwei Anläufe gebraucht, um die Fähre zu benutzen. Denn beim ersten Mal waren wir an einem Dienstag dort. Allerdings sind die Fährzeiten nur von Mittwoch bis Sonntag. Also beim ersten Mal Pech gehabt, beim zweiten Mal, einen Tag später, hat es dann geklappt. Das bin ich. Jo, ich hab dich erkannt. Moin!
So ist das denn jetzt alles so verschwunden, Mensch. Kurz nach Überquerung der Jümme mit der Pünte erreichen wir den kleinen Ort Neuburg, der eine zwar kleine, aber beeindruckende Kirche besitzt. Die erste Kirche wurde 1628 durch einen Sturm zerstört. 1634 baute man dann eine neue Kirche, die allerdings 145 Jahre später wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste. 1779 entstand die dritte Kirche an dieser Stelle. Die Kanzel von 1650 und der Altar von 1674 stammen aus der alten Kirche.